Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der Gläubige, Sonntag im Pastor Bonus sollten wir jedes Wort des ersten Briefes des heiligen Petrus sowie auch dieses Johannesevangeliums erwägen und betrachten, da sie so lehrreich sind. Lehrt uns also der heilige Apostel Petrus, dass Jesus Christus uns, für uns gelitten hat und uns damit ein Beispiel hinterlassen hat, auf das wir seinem Weg folgen. Und zwar er, der nicht gesündigt hat und in dessen Mund kein Falsch zu finden war, der beschimpft wurde und ohne zu erwidern, der misshandelt wurde, ohne zu bedrohen, hat sich der Gerechtigkeit Gottes überlassen. Er, der also persönlich in seinem Leibe unsere Schuld auf dem Kreuz getragen hat, damit wir der Sünde Tod der Gerechtigkeit leben. Also er, durch welchen wir also geheilt wurden. Liebe Gläubige, da ist das ganze Heilsmysterium in wenigen Worten zusammengefasst und uns zur Nachahmung vorgelegt. Und unser Herr Jesus Christus dann im Evangelium, wenn er sich als der gute Hirte offenbart, wenn er sich vom Mittling unterscheidet, wenn er sagt, dass er seine Schafe kennt und dass seine Schafe ihn kennen, wenn er dann ein zweites Mal von der Kenntnis spricht, aber jene Kenntnis dann der Liebe, die es mit sich bringt, dass er sein Leben hingibt, dann lässt er uns daraus viel erkennen, dass auch für das jetzige, für die jetzige Situation, in der wir leben, in Welt und Kirche von so großem Nutzen ist. Wir wissen schon, dass Jesus, dass Gott Vater nur im Opfer seines Sohnes eine vollständige Genugtuung für die Sünden finden konnte und dass alle Opfer des Alten Testamentes nichts waren im Vergleich, auch nur eines Augenblicks übrigens, der Existenz unseres Herrn Jesus Christus nach seiner Menschwerdung, aber vor allem sein Leiden und sein Tod am Kreuz, dass er also zur Sühne und zur Vergebung unserer Sünden Gott Vater darbringt. Daraus, liebe Gläubige, ist so viel zu lernen, da wir ja dieses Beispiel nachahmen sollen, so wie der heilige Petrus uns ja auftragt. Und wir fragen uns also somit, würde man heute sagen, was hat Jesus Christus motiviert, dies zu tun? Er hat ja die Soldaten kommen gesehen und fragt, wen sucht ihr? Und sie antworten, wir suchen Jesus von Nazareth. Und Jesus Christus zeigt seine moralische, seine physische Gewalt, seine menschliche Gewalt. Denn er antwortet, der bin ich. Und in diesem Augenblick bewirkte es, dass die Soldaten nicht nur hinfallen, sondern auch nur rücklings hinfallen. Also, ohne sie zu berühren. Möglicherweise würde heute, wenn sich da einer vielleicht wehgetan hat, weil er sich dabei nicht gefasst war, vielleicht irgendwie mit dem Helm, Nackenschaden, zum Richter laufen, würde vielleicht der Richter heute unseren Herrn Jesus Christus verurteilen als einer, der sich übertrieben selbst verteidigt hat. Aber das macht er nur einmal, unser Herr. Denn im zweiten Mal, wen suchet ihr, Jesus von Nazareth, der bin ich.
Und da liefert er sich ihnen aus, um uns zu zeigen, er liefert sich aus. Er übergibt sich der göttlichen Gerechtigkeit. Er bestimmt, dass in diesem Augenblick das Zorngericht Gottes über die Bosheit der Strafe auf ihn abgelassen wird. Und er somit die Strafe der Sünde bezahlt. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Falsch gefunden hat. Ja, er hat sich insofern für uns zur Sünde gemacht, eben als er die Strafe der Sünde auf sich geladen hat. Dies ist also unser guter Hirte. Und dies hat nicht nur Jesus Christus getan und erwirkt, sondern er lässt es fortdauern in den Sakramenten, die er gestiftet hat. Vor allem im heiligsten Altarsakrament, im Sakrament, in welchem dieses selbige Opfer erneuert wird und woran wir uns auch kommunizieren. Das ist das Opfer, an welchem wir kommunizieren, die Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Teilhabe haben wir natürlich an all dem nur über die heilige Taufe. Seht ihr? Und ein Wort des heiligen Petrus nach dieser Lehre ist für uns sehr, sehr aufschlussreich. Er sagt, ihr wart einmal verirrte Schafe, nun seid ihr zurückgekehrt zum Pastorem et Episcopum animarum vestrarum, zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Hirte und der Bischof unserer Seelen. So wie der heilige Augustinus lehrt in der Parabel vom Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, erklärt er ganz lapidar, das will heißen, Jesus Christus ist das Haupt der Kirche. Moment, sagt mir das Kind im Katechismus, Herr Pfarrer, stimmt das? Ist nicht der Papst das Haupt der Kirche? Nein, es ist nicht der Papst das Haupt der Kirche. Herr Pfarrer, aber das ist doch falsch. Nein, liebes Kind, es ist nicht der Papst, sondern Jesus Christus das Haupt der Kirche. Und der Papst ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Weißt du, Hansi, das ist was anderes. Er ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ja, wie erkenne ich dann aber das wirkliche Haupt Jesu Christi? Und das sagt dir unser Herr. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und die Schafe kennen mich. Ja, wie geht das vor sich? Wie geht diese Kenntnis vor sich? Wie komme ich in Kenntnis meines Hauptes, Jesus Christi? Und wie kennt er mich? Es gibt ein einziges Medium. Und dieses Medium, wodurch ich in Kenntnis gesetzt werde von Jesus Christus und Jesus Christus mich erkennt, ist das, wovon der heilige Paulus sagt, dass man ohne dies Gott nicht gefallen kann. Das ist was? Ein Stempel von Bergoglio? Nein! Ein amtliches Dokument von Bergoglio? Nein! Vom Bürstenzehnten? Ah, schon viel mehr. Aber nicht. Nur, es bedarf der Professio Fidei. Es muss der katholische Glauben bekannt werden. Ohne diesen katholischen Glauben, der bekannt ist, kann mich auch nicht der heilige Papst Pius X., auch nicht der Padre Pio, niemand in die Kirche aufnehmen. Kein Heiliger, keine Aposteln.
Ja, nicht einmal Jesus Christus, denn er verlangt von mir den Glauben, dass ich ihn bekenne. Denn durch diesen Glauben, den ich bekenne, erkennt er mich, weil ich ihn in diesem Glauben erkennen kann. Und dieser Glaube ist nicht ein Stempel. Ja. Und der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden und die Nachfolger der Apostel haben als erste Aufgabe, diesen Glauben und diese Sakramente zu garantieren. Aber nicht neu zu schaffen und umzuändern. Und somit ist es für uns sehr tröstlich in dieser doch, man will wohl sagen, schweren, verwirrten Zeit der See des Vakans mit diesen Worten getröstet zu sein und zu wissen, dass wir doch wirklich mit relativer Leichtigkeit, müssen wir schon auch sagen, nachvollziehen können, das, was die Heilige Katholische Kirche 2000 Jahre lang übermittelt hat, dass was Jesus Christus geoffenbart hat und die Apostel uns gelehrt haben. Es ist nicht sehr schwer, liebe Gläubige, mit ein bisschen Nachforschen das zusammenzufinden und zu erkennen und somit auch von dem zu unterscheiden, was dem widerspricht. Denn noch einmal, das Bekenntnis des katholischen Glaubens bedarf natürlich, dass man die Formulation, die Formel des Credos bekennt. Nur, wenn ich einen hochqualifizierten, teuren Papagei habe, dann könnte ich unter Umständen auch das Credo beibringen, mit allem, was es braucht, Akzente, und der Papagei wird mir wunderbar auf Latein das Credo nachplappern. Aber eben der Papagei denkt nicht. Und wenn er das Credo rezitiert, meinetwegen auch auf Latein, dann kann er deshalb, weil er nicht denkt, natürlich nie einen Glaubensakt setzen. Aber der Mensch, welcher denkt, um einen Glaubensakt zu setzen, wenn er das Credo aufsagt, dann muss er das mit den Worten und dem Sinn aufsagen, der geoffenbart und tradiert wurde. Wir wiederholen immer wieder das gleiche Beispiel. Credo in unum Deum. Ich glaube an einen Gott, an den einen Gott. Wenn der Bergoglio das aufsagt, oder der Ratzinger, oder der Montini, dann haben die dem Konzil Vatikan II folgend darunter verstanden, der berühmte Gott des Monotheismus, der gleich ist mit den Mohammedanern und mit den Juden heute, den talmudischen Juden, sind wir schon außerhalb des Gleises, vollständig draußen beim ersten Wort des Credos. Denn der Gott der Mohammedaner, des Islams, ist nicht Gott. So etwas kostet in einem islamischen Land das Leben, so eine Aussage. Aber sie ist wahr. Es gibt nur einen einzigen Gott und diese in drei Personen. Und das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der neue Gottesbegriff des modernen Ökumenismus und der modernen Religionsfreiheit, der neuen Konzilssekte, ist nicht ein geoffenbarter und noch weniger tradierter Gottesbegriff. Und somit können Sie hundertmal und wunderschön mit der Palatinischen Kapelle unter der Kuppel von St. Peter Credo in unum Deum singen und beten. Es ist nicht der katholische Glaube. Und ohne diesen habe ich nicht Kenntnis von Jesus Christus und hat Jesus Christus keine Kenntnis von mir. Das sind wichtige Sachen, liebe Gläubige. Die zweite dann, Kenntnis ist jene Kenntnis der Liebe, die es nicht gibt ohne die Kenntnis des Glaubens. In der also unser Herr Jesus Christus uns offenbart, dass so wie der Vater mich kennt, so kenne ich den Vater. Und ich habe mein Leben für meine Schafe hingegeben, aus Liebe. Und jetzt kommt das große Moment, die Hingabe des eigenen Lebens für den Nächsten. Warum?
Weil ich den Nächsten mehr liebe als mich selbst? Nein. Liebe Gläubige, das wäre absurd. Das wäre ganz absurd. Wenn ich bei der Lebensrettung mein Leben verliere, weil ich dem Ertrinkenden helfen wollte, dann habe ich das nicht deshalb getan, weil ich sein Leben mehr lieb als das meinige, überhaupt nicht. Sondern ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt für ein Gut, das höher ist als mein leibliches Leben. Das ist der heroische Akt der Nächstenliebe, der dem anderen in höchster Gefahr eben hilft. Das war ein großer Unterschied. Genauso wie der Soldat, der in den Krieg geht und sein Leben hingibt, der tut das nicht, weil er sein eigenes Leben weniger schätzt als das Leben eines anderen, sondern weil er das eines höheren Gutes wegen tut, dass das ist das Allgemeinwohl, die Liebe zum Vaterland. Genauso der Arzt, der einen schweren Infekt heilt und sich somit aussetzt, der Gefahr infiziert zu werden, tut das nicht, weil er das Leben, das körperliche Leben des Patienten mehr liebt als das seinige. Nein, das tut er nicht deswegen, sondern aufgrund eines höheren Gutes, nämlich jenes der Nächstenliebe, die dem schwer leidenden Patient zu Hilfe kommt und auch das Risiko auf sich nimmt, selber dabei infiziert unter Umständen zu sterben. Das ist sehr, 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 sehr verschieden. Denn es ist Natur gegeben und in der Natur verankert, dass man bei gleichen Bedingungen sein Leben mehr wahrt als das andere bei gleichen Bedingungen. Wenn der andere natürlich sich in schwerer Lebensnot befindet, muss ich natürlich mein Leben aufs Spiel setzen. Aber das alles eine natürliche Betrachtung, die uns hilft, besser das übernatürliche Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe zu verstehen. Ich muss meinen Nächsten lieben, so wie mich selbst. Und da ist der Punkt, wo wir so blind sind und so falsch liegen oft. Was ist diese Selbstliebe? Das ist nicht das sich Kurzschließen des Menschen auf sich selbst, sondern liebe deinen Nächsten so wie dich selbst, wissen wir, sollen wir aber so tun in Nachahmung Christi. Und wie hat es Christus getan? Wie hat Christus sich selbst geliebt? Indem er nächtelang mit dem Vater gesprochen hat, in den Gebeten, die er nächtelang verbracht hat. Somit ist eben die Selbstliebe, die wahre Selbstliebe, die Liebe zu Gott zuallererst, in der getaufte Christ verankert, dann dieses Gut, das er für sich hat, für sich liebt, auch pflegt, dass er dieses Gut, aber wenn er es hat, auch kommuniziert einem anderen. Gratia supponit natura, man sieht, dass hier die Übernatur eben der Natur folgt. Man agiert so, wie die Natur agiert. Zuerst muss ich mich selbst retten, und wenn ich gerettet bin, kann ich auch einem anderen retten. Wenn das Flugzeug einsteigen, wird uns wohl gesagt, dass im Fall einer Gefahr müssen wir zuerst die Maske an unsere Nase und Mund nehmen, bevor wir sie an den Nachbar geben. Das ist nicht Egoismus, das ist Natur und Klugheit. Weil wenn der andere ein kleines Problem hat, dann erstick ich und er. Und so ist es in der Übernatur genau das Gleiche. Wohlgeordnete Nächstenliebe beginnt bei sich selbst. Zuerst muss ich nicht egoistisch meinen Instinkten nachgehen, meine Liebe zu Gott pflegen. Und dann kann ich den Nächsten auch lieben. Und das ist eine große, groß, große Lehre, die uns so abhanden kommt. Warum? Denn wenn ich nicht meine Liebe zu Gott selber in mir pflege, dann wache ich ja nie auf in einer wirklichen Neugierde, heilige Neugierde, wer ist Jesus Christus?
was hat er geoffenbart? Da wache ich nie auf, dass ich ihm das Wort richte vorm Tabernakel. Dann will ich katholisch sein, ja, da muss ich schauen, was hat der Papst gesagt. Ja, was hat der Papst gesagt? Was hat der Papst gesagt? Bergoglio. Bergoglio? Ja, wenn ich die Gottesliebe nicht habe, wenn ich Jesus Christus nicht suche, nicht liebe, werde ich jemals erkennen, dass der Bergoglio oder der Ratzinger was anderes sagt, in einem anderen Sinn, als es er geoffenbart hat? Sicher nicht. Da wissen wir, aus mangelnder Gottesliebe fehlt die Nächstenliebe und mit beiden fehlt der bewusste, gekannte, gelebte Glaube, der es tut, dass wir einen als Papst anerkennen, der uns noch vor wenigen Tagen sagt, Jesus Christus hat sich zum Teufel gemacht. Derjenige, von dem der heilige Petrus heute sagt, dass in seinem Mund kein Falsch ist. Er sagt aber in der Martha-Haus in der Früh ganz, ganz, ganz ruhig, Jesus Christus hat sich zum Teufel gemacht für uns. Aber er ist ja Papst, das wird irgendwie wird das schon stimmen, er weiß es ja besser als er, der Theologie studiert und ich nicht. Das ist keine Entschuldigung. Ja, aber er gibt uns den Stempel und dadurch, dass er uns den Stempel gibt, bestätigt uns, dass wir katholisch sind. Darum kann er auch sagen, nein, gibt es nicht. Das ist mangelnde Gottesliebe, mangelnder Kult, den Glauben, den Geoffenbarten zu lieben, zu lernen und aus diesen zu leben und zuerst Gott und dann den Nächsten zu lieben. Ja, liebe Gläubige, also mögen wir daraus lernen, dass in diesem Sonntag des Pastor Bonus wir unseren Hirten, die Stimme des Hirten, kennen und lieben lernen, damit wir sie dann wirklich tatsächlich auch vom Mietling unterscheiden. Jener Mietling, der heute Italien und Europa geschlossen dem Herrn Kalergi und seinen Plänen übergibt, mit der Ausrede der Nächstenliebe. Wir bleiben hier stehen und bitten die Allerseligsten von Maria, sie mögen uns Glaube und Hoffnung und Liebe vermehren, im Namen des Vaters und des Sohnes, Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.